Ich zeige dir, wie du ganz einfach einen langweiligen Holzbleistift mit deinem persönlichen Motiv bedrucken kannst. Und dazu musst du nicht den Bleistift in den Drucker stecken. Stattdessen druckst du dein Motiv mit einem Laserdrucker auf normales Druckerpapier aus und bestreichst es mit einem Fototransferpotsch. Und dann klebst du den Bleistift mit dem Papier zusammen und drückst alles gut fest. Nachdem du gewartet hast, bis der Bleistift komplett getrocknet ist, brauchst du nur noch etwas Wasser und kannst dann das Papier vom Bleistift runterrubbeln. Übrig bleibt dann das Muster. Und zum Schluss trage ich noch einen glänzenden Überzugslack auf, dass der Bleistift auch wirklich lange hält. Und sehen die Bleistifte nicht toll aus?